Hi Leute, jetzt mal wieder ein neues Video von JuppTV. Ich bin wieder in der guten alten Werkstatt. Und heute bauen wir, es haben viele geschrieben, bauen wir mal ein JuppTV-Logo, weil es haben viele gesagt, sagen wir mal, ein JuppTV-Logo machen. Schauen wir hier. Ja, ein paar, ein paar Schablonen aufgemalt, die kleben wir gleich aufs Holz und dann schneiden wir das Ganze aus. Also, los geht's. Jetzt habe ich nur ein Problem, ich kann mich noch nicht entscheiden, ob ich so eine weiße 8 mm Spanplatte nehme oder einen 6 mm. 6. Warte, kurz messen. 6 mm Multiplex. Ich kann mich nicht entscheiden, aber ich glaube, wir nehmen es Multiplex. Ich habe jetzt hier als erstes mal das U auf. Soll der aussehen. Ja, also von der Schraube die Mutter. Also ich würde sagen, der ist uns schon mal gelungen. Und der erste auf jeden Fall auch. Also können sich beide sehen lassen. Muss hinterher nur noch rundherum noch ein bisschen geschliffen werden. Dass diese ganzen, zum Teil ja diese Brandstellen, sind gar nicht so viele. Und hier kommen nochmal wieder diese ganzen Brandstellen, die müssen natürlich alle weg. Die werden dann auch nochmal weggeschliffen. So, das T wäre auch fertig. Also weiter geht's. Wir sehen uns, wenn alles fertig ist. Ich blätter euch mal kurz ein paar Fotos ein, wie meine Schablonen aussehen und wie das gerade ist, wenn ich hier arbeite. So, also das ist das fertige Schild. Ich hatte eigentlich ein Video gemacht zu dem Ganzen. Allerdings habe ich vergessen, auf Speichern zu drücken und jetzt ist das Ganze wieder weg. Aber so sieht das Schild jetzt aus. Und jetzt zeige ich euch gleich, wie es aussieht, wenn es aufgehangen ist. Und so sieht es jetzt fertig aus. Ich finde, es ist jetzt nicht aufgeräumt, sorry. Richtig geil geworden. Also wenn ihr den Blick mal seht, öfter, dann seht ihr auf jeden Fall direkt das JuppTV-Schild.
Ja. Was müsst ihr dann machen, wenn ihr mehr Videos von Jupp TV wollt? Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und wenn ihr neu seid, guckt euch auch gerade die ganzen alten Videos an. Es sind manche, die sind nicht so geil. Es gibt auch wieder welche, die sind dafür umso besser. Ja. Wenn du eine weiteren Folgen verpassen willst vom Grubenhaus, nur als Info, von der Werkstatt, von Bauprojekten, Werkstatt organisiert, Bushcraft insgesamt, Musik, wenn du das alles nicht verpassen willst, würde ich sagen, abonnier den Kanal, wenn du es richtig gut findest. Vielen Dank für deine Unterstützung mit dem Abo und danke, dass du da draußen vielleicht jetzt jetzt bei uns auf dem Kanal bist. Also, wir freuen uns über jeden, der zuguckt. Ach, cool, ein neuer Kanal. Ey, abonniere euch. Ich abonniere euch. Ich finde euch richtig geil. Also, ich abonniere euch, aktiviere die Glocke und guck meine eure alten Videos. Mal gucken, wie ich sie finde, denn ich bin neu auf dem Kanal. Cool, danke, dass du abonniert hast und die Glocke aktiviert hast. Und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, die ganzen alten Videos anzugucken. Das heißt, bis zum nächsten Video. Ciao.